Ja, ein neuer Tag. Oder auch nicht, weiß ich gar nicht. Ist ein neuer Tag? Wollen wir es so tun? Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Hier bei Let's Play FK. Denn hier ist wirklich alles drin. Schön, dass ihr dabei seid und wir wollen mal gucken, was machen unsere Karotten. Die sehen soweit ganz adrett aus. Einige davon zumindest. Dann wollen wir mal ein bisschen davon schon mal wieder Guthaben erwerben. Ja, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, es ist doch einfach wundervoll, euch zu haben, dieses Let's Play zu haben, diese Welt genießen zu dürfen, in der wir leben. Ja, man muss es manchmal einfach aus der positiven Perspektive betrachten. Es könnte doch alles schlimmer sein. So. Und dann wollen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, könnte ja alles immer irgendwie schlimmer sein. Und ich denke mal, ihr habt auch heute wieder Lust dabei zu sein. Gott sei Dank ist es so. Wenn es nicht so wäre, dann könnte ich es ja gleich lassen. Aber nein, ich lasse es nicht. Nö, warum? Warum? Why? Erstmal Kürbis ernten, ne? Kürbis. Kürbis. Wisst ihr, was ich gerne hätte? Wisst ihr, was ich gerne hätte? Melonen. Melonen! In meiner Nicht-Let's-Play-FK-Welt, sag ich jetzt mal. In meiner Privatwelt habe ich schon Melonen, aber ich kann sie leider nicht rüber transferieren. Nein. Nein. Wollt ihr die mal sehen, Freunde? Die Welt? Kann ich euch auch zeigen. Ist gar kein Problem. Generell nicht. Also, es lässt sich ja eigentlich alles realisieren, was realisierbar ist. Und wenn ihr die sehen wollt, dann zeige ich euch die einfach mal. So, das haben wir geschafft. Wir haben geerntet und jetzt möchte ich gerne mal gucken. Geh zu, mein Freund. Jetzt möchte ich gerne mal gucken, was uns generell möglich wäre. Denn ich habe da ja noch was vor. So, gut geguckt, gut geschätzt, nicht gut geschätzt. Spinnenauge, ciao. Kompass, du gehst mit, mein Freund. So, das kann man kombinieren hier alles. Du gehst nicht mit. Wir haben noch ein Boot übrig von unserer letzten Tour. So, ich packe jetzt erstmal das rein, was wir sowieso erst einmal überhaupt nicht benötigen für unsere kleine, aber feine Tour. Denn wir werden eine kleine, aber feine Tour machen und unternehmen. So, komm, du bist sowieso fast Schrott. Und du bist sowieso auch fast Schrott. Und du bist sowieso fast auch Schrott. Und du auch und du nicht. Und ja. Wie einfach könnte das Leben sein, wenn doch einfach alles so einfach gehen würde? So, das brauchen wir auch nicht. Ich weiß, es ist jetzt unsortiert. Das sortiere ich dann immer offscreen. Das müsst ihr euch nicht antun, sag ich jetzt mal. Das müsst ihr euch nicht antun, wenn ich hier anfange zu sortieren und so weiter und so fort. Wasser brauchen wir sowieso nicht. Aber Eimer. Eimer! Eimer können wir immer gebrauchen, unterwegs. Man weiß ja nie, wofür. Ach ja, hier steht ja gar kein Crafting Table mehr. Nö! Der steht jetzt hier oben und wartet förmlich darauf, bedient zu werden. Ja. Der will von uns bedient werden. Der will von uns bedient werden. So, und wir starten in eine etwas fröhlichere Musik. Ja, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen heiterer. Heiterkeit, Heiterkeit, Heiterkeit. Freunde, seid zur Heiterkeit bereit, denn mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. So, und wir broken. Eins, zwei, drei, das reicht. So, Axt haben wir, Eisen brauchen wir nicht. So, das packe ich jetzt erstmal hier rein, was wir nicht brauchen. So, Kompass nehmen wir mit, Kohle nehmen wir mit. Und irgendwie ist mir die Musik gerade ein wenig zu laut. So, ich habe es jetzt ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das habt ihr nicht gesehen. Ihr habt nichts mitgekriegt, ne? Nö. So, wir haben alles soweit fast zusammen, was wir benötigen. Außer das Gammelfleisch, das nehmen wir logischerweise nicht mit, ne? Nee, was soll das? Was soll das? So, ob wir tags oder nachts gehen, ist scheißegal. Monster kommen sowieso. Ändern können wir es sowieso nicht. So, irgendwie will ich mich mal hier umgucken, was es hier noch für Möglichkeiten in unserer Nähe gibt, denn, ja, wir wollen ja auch mal ein bisschen Rohstoffe wieder abbauen. Davon haben wir sowieso im Moment ein bisschen wenig.
Und dazu nehme ich erstmal unser Schwert in die Hand, weil du weißt nie, wer da unten auf uns wartet. Okay. Ja. Okay. Das freut mich ja schon mal. Das freut mich ja schon mal, da wieder zurück zu sein, wo wir schon mal waren. Und hier steht ein Crafting Table. Okay, Risiko. Risiko. 3, 2, 1, Risiko. Ah! Oh! Oh, Alter, ich scheiß mir in der Hose. Alter, scheiß ich mir in der Hose. Ich kann mich an diese Höhle zwar noch leicht erinnern. Ich weiß, dass ich den Laden mal angelegt habe. Aber... ich weiß nicht mehr, was ich hier gemacht habe, ne? Das ist so das Problem. So, darum... erstmal nochmal nachgucken. Okay, hier war auf jeden Fall noch irgendwas, was... Hi. Hallo. Eine Spinne. Ach. Das war diese Höhle. Okay. Ja. Ich höre dich. Wo bist du, mein Freund? Wo bist du, mein Freund? Mein Freund! Na toll. Hä? Okay, das ist scheiße. Das Loch habe ich nicht gesehen. Ja, guck mal, ich kenne die Höhle gar nicht mehr. Ich kenne den Laden nicht mehr. Und das überlebt man doch nie darunter. Das überlebt doch kein... doch. Das überlebt man. Aber unter argen Schmerzen. Und hier ist, okay. Hier ist es sinnlos teilweise. Hier haben wir nämlich, schon Bedrock. So tief sind wir mal gegangen. In dem Scheißladen, okay. So tief sind wir in diesem Scheißladen schon mal gegangen. Okay, okay, okay. So. Egal. Hier wird es nur noch gebedrockt. Das bringt uns sowieso schon nicht mehr weiter. Aber das Eisen hier, das nehmen wir natürlich mit. Was habe ich denn hier gewollt? Aha. Oder ist das ein Dungeon oder was ist das da? Hä? Okay. Hat das Sinn gemacht? Ach, da bin ich hinaufgestiegen. Okay. Da bin ich irgendwann mal hinaufgestiegen. Aber das wollen wir jetzt so nicht machen. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen anders machen. Wir wollen jetzt mal gucken, ob hier generell überhaupt irgendwie mal was geht. Denn, ich will mich jetzt auch nicht zu arg von unserem Haus entfernen. Das muss man auch immer so sehen, ne? So ein bisschen düdelt hier so die Gitarre im Hintergrund. Jo, ich habe meine Gitarre rausgeholt und spiele euch einen Song. So, den Song, den spiele ich euch, weil heute Montag ist oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bei euch heute ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber bei mir ist heute tatsächlich Montag. Und montags ist immer scheiße. Ja, montags ist immer scheiße, weil man dann die neu startende Woche hat, die wir ja alle so lieben wie nichts Gutes. Nein, die lieben wir nicht und... ich will mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwie aus 1001 Umständen irgendwas finde. Denn manchmal bringt es auch was, sich einfach irgendwo durchzugraben, auch wenn es gar keinen Spaß bringt. Nö. Aber solange wir graben, können wir uns ja auch unterhalten, Freunde. Ich weiß nicht, worüber können wir uns unterhalten? Vielleicht, ich habe mich mal mit euch über den mit dem Schwamm unterhalten, der seinen Arsch in den Schwamm abgewischt hat, in diesen gelben, wisst ihr? So, und dieser gelbe Abwaschschwamm halt. So. Ach, wisst ihr gar nicht. Okay, dann habt ihr nicht Tomb Raider 4 geguckt. Dann habt ihr nicht das Tomb Raider 4 Let's Play geguckt. Das ist sehr schade. Da wird es nämlich erwähnt. Da wird es von mir erwähnt und es ist erwähnenswert. Ja, es ist definitiv erwähnenswert.
Und es ist auch wirklich wert, darauf zu hören, was ich da erzähle, denn es ist der Hammer. Es ist der Hammer, was es wirklich für fertige Leute gibt. Wer gerne mal hören will, wie fertig einige Menschen sind, die sollten dieses Let's Play eventuell sich mal zur guten Stunde genehmigen. Ja, die sollten sich das zu einer guten Stunde genehmigen. Und ich bin da auch relativ offen und freue mich natürlich über jeden, der dazu guckt. Ja, so, ich baue mir hier mal ein Treppe hoch. Warum ich das tue, weil ich es kann. Na, weil ich bin da nicht zufrieden mit, was hier für eine, minderwertige Ausbeute ist. So, da haben wir auch schon den guten alten Kohle, Kram. Den guten alten Kohle. Ja, komm hier, Butch. Butch, ich hätte gerne noch ein bisschen Diamanten und so weiter, wisst ihr? Weil ich mir dann vielleicht irgendwann ein Obsidian hole, ein Enchantment Table baue und meine Spitzhacken verbessere, so dass wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr davon haben. Ja, das alles generell möglich. Wir müssen eben gucken. So, ich habe zwar in unserem Haus jetzt zuletzt gebaut, aber ich habe gemerkt, ihr mögt es lieber, wenn ich in diesen bösen Höhlen bin und dazu fröhliche Gitarrenmusik höre. Ja, fröhliche Gitarrenmusik in einer Höhle. Ja. Ja, und Geigenmusik. Geigenmusik von Beethoven, ja. Ludwig van Beethoven. So, kennt ja bestimmt auch jeder. Ich meine, Beethoven, hallo? Beethoven kennt jeder. So, das ist doch eigentlich geile Musik. Und nein, er heißt nicht Ludwig von Beethoven. Nein, er heißt Van Beethoven. Das ist niederländisch. Da heißen viele Van Gogh, Van und V-A-N, ne? Wie Van, ne? Genau. Viele denken immer, der heißt Ludwig von Beethoven. Nein, es war kein von und zu, es war ein Van. Van der Fahrt, kennt ihr doch auch. Genau. Da ist ja auch nicht von der Fahrt. Oder? Oder heißt der von der Fahrt? Nein. Das würde sich ja auch irgendwie komisch anhören, oder? Es würde sich ja komisch anhören. Das würde sich ja sowas von komisch anhören. Keine Ahnung, da hätte ich ja gar keine Lust drauf. Von der Fahrt zu heißen oder von der Unterhose. Na, es gibt ja auch den Vornamen Rosa, ne? Und ihr stellt euch vor, ihr heißt Schlüpfer mit Nachnamen. Rosa Schlüpfer ist doch eigentlich ein schöner Name, oder? Wenn man Rosa Schlüpfer heißt, weiß ich nicht. Also ich würde nicht so heißen wollen. Naja gut, mein Name ist auch nicht gerade brillant, aber man kann sich's nicht aussuchen. Ich finde die heutigen Namen teilweise schöner, die man auch so bekommt. Aber naja gut, Florian ist eben alt, naja was heißt alt, zeitlos, ne? Ist ein bisschen zeitlos. Wenn ich jetzt irgendwie Peter heißen würde oder Christoph oder so, das wäre dann vielleicht anders. Obwohl, na, Christoph ist eigentlich auch nicht so altmodisch, ne? Gerade so auch bei unseren polnischen Mitmenschen wird heutzutage dieser Name tatsächlich noch sehr gerne genommen. Und ich kenne auch jemanden, der Christoph heißt und noch jünger ist als ich. Und passt eigentlich auch zu ihm. Er ist so ein Christoph-Typ. Er ist so ein echter Christoph und insofern hat man da auch keinen Fehler gemacht, den Mann Christoph zu nennen. Das passt. Ja, das passt ihm. Das passt zu ihm. So wie mein Name zu mir passt, ja, wie die Faust aufs Auge. Obwohl, eine Faust im Auge hätte ich jetzt nicht wirklich gern. Das wird wehtun. Oh, das wird wehtun. Das wird mir jetzt, glaube ich, echt wehtun. Das würde ich mir nicht gönnen. Nee, so lieb, wie ich immer bin? Nö. Ey, Eigenlob stinkt überhaupt nicht, ne? Alter, wenn Eigenlob stinken würde, müsste ich jetzt eine ganze Rolle Klopapier verbrauchen, ey. Ja, da müsste ich eine ganze Rolle Scheißhauspappe verbrauchen, um das Eigenlob wieder abzubauen. Ja, hoffentlich kommt da jetzt bald eine Höhle hier, hallo. Ich grab mich hier durch irgendeinen so Puff. Alter, das gibt es doch nicht. Ne, das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist doch langweilig. Leute. Ja, ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle und so weiter haben wir ja gefunden. Aber das ist, kann ja nicht sein, dass das schon alles sein soll, ne? Das kann doch nicht sein, dass das schon alles sein soll. Das wäre ein bisschen mager. So. Ups, Butsch. Das wäre ein bisschen mager. Mager Quark, ey. Das wäre mager Quark. Ich überlege, was ich heute irgendwie zum Abendbrot esse. Ja, Mittag gab es schon. Ein Topf, ja. Lecker. Ja, ist ja auch Herbst-Wintermäßig, ne? Ist kalt draußen. Ne, eklig draußen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier im Norden ist es immer so ein bisschen kritischer, das Wetter. Und es ist so nass kalt. Also wenn du Rheuma hast oder so, gibt ja auch junge Leute mit Rheuma. Ja, ich kenne auch einen. Was ich nicht immer alles kenne, aber den kenne ich wirklich. Also davon abgesehen. Wenn man jung ist und schon Rheuma hat und dann jetzt hier gerade in den Norden fährt, bei diesem Wetter, hast du noch mehr Rheuma hinterher. Ich meine, ich habe kein Rheuma. Ich kann da nicht mitreden. Aber vielleicht kriege ich das ja irgendwann mal. Man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht so mit 50 oder mit 60 oder 70, weiß man ja nicht. So, und was aber gut ist, ist hier unsere Luft,
im Norden. Viele Asthmatiker machen hier Kur. Asthmatiker. Asthma, weiß ja jeder, was das ist das mit der Lunge und Husten und Würfelhusten und bla bla bla. Ja, viele Asthmatiker machen hier tatsächlich Kur und Urlaub und so weiter. Alter, haben wir uns hochgebuddelt. Und fast nichts gefunden? Das ist doch mangelhaft. Trinke mal einen Schluck Kaffee. Habe ich gerade nicht gesagt? Nö. Was ist Kaffee? Das ist so ein komisches Getränk, was man kaufen kann. Ja, mit Kaffeebohnen und so eine Rotze, ne? So, das könnte was bedeuten hier. Das könnte. Hätte, hätte Fahrradkette hier, Freunde. Hätte, hätte Fahrradkette. So. Ja, und ich bin gerade am Überlegen, mir ein Fahrrad zu kaufen. Ein Fahrrad, ja, warum auch nicht, ne? Warum kein Fahrrad, wenn man sich ein Fahrrad kaufen kann? So, aber ich bin mir immer noch nicht so ganz schlüssig, was für eins. Also, da bin ich immer am Gucken im Internet und auch schon in so Shops gewesen, mich beraten lassen. Ja, man muss ja immer so ein bisschen abwiegeln, ne? Man muss immer gucken, was passt zu einem, was passt nicht zu einem. Ne, ich wohne in der Stadt, da kann ich ja nicht mit so einem Rennrad durch die Gegend fahren, obwohl könnte ich schon. Würde ich vielleicht schneller von A nach B kommen? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht hole ich mir auch so ein Oma-Fahrrad. Mal gucken. Mit so einem Oma-Kram. Mal sehen. Nein, mache ich natürlich nicht. Na? Nein, das mache ich nicht, Freunde. Und hinter dieser Erde war echt nichts. Es tut mir leid, das mal so zu sagen, ne? Das ist voll Pisse hier. Entschuldigung. Ach, Ludwig van läuft immer noch. Ja, mit der, ich weiß nicht, 5. Symphonie? Ja, das ist die 5. Symphonie. Die ist ein bisschen hektischer. Ja. Ich weiß, viele von euch mögen sowas gar nicht. Aber ich finde Beethoven eigentlich gar nicht schlecht. Es ist zwar Geigengesumsel und so weiter und so fort. Aber es gibt auch gute Geigenmusik. Ich meine, ich bin kein Geigenfreund, ne? Davon abgesehen. Ne? Aber hört euch das mal an. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Na, das ist zeitlos. Das ist zeitlos. Also, nein. Hä? Da. Das ist einfach zeitlose Mucke. So. Ich find's gut. Ich finde, es ist eine gute Musik für Let's Plays. Ja. Ich finde, das hat immer was von Reichtum, so die Musik. Findet ihr auch? Was ist das denn? Was ist das denn? Da ist doch bestimmt Sand unter. Ja, natürlich. Natürlich ist da Sand unter. Guckt, wie gefährlich ist das bitte? Okay, das heißt, wir haben wenig Erfolg gehabt. Wenig Erfolg. Und otsch, otsch, otz, 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 otz. Wo sind wir eigentlich gelandet? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Na denn? Na denn? Was soll man denn dazu sagen? Ah, irgendwo muss da so eine scheiß Mine sein, Mann! Gibt's doch nicht! Was war das? Soll nicht, da steht noch ein Skelett. Ein Skelett. Ein Skelett! Ein Mr. Skelett, Mann! Ein Mr. Skelett ist da drüben! Warum? Warum zur Hölle ist am Tag da ein Mr. Skelett? Verpiss dich! Verpiss dich, Mann! So, und jetzt wollen wir... Nein, wollen wir nicht. Wir wollen was anderes schmelzen. So. Ein Mr. Skelett ist da drüben. Das gibt es ja gar nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Wollen wir mal kurz gucken, was denn da los ist. Und jetzt kommt auch noch die Minecraft-Musik. Das ist ja kacke. Okay, da wollen wir mal kurz gucken, dass wir die Minecraft-Musik... wegkillen. So, die wollen wir ja nun überhaupt nicht haben. So, Mr. Skelett da unten. Ja, tatsächlich. Mr. Arschloch. So viel Zeit muss sein. Und da vorne ist unsere Zombie-Disco. Da vorne ist unsere Zombie-Disco!
Everybody dance now. So. Okay, und einmal runter mit dem Lift. Nü Ding. Damen unter Bekleidung. So, wollen wir gucken, was ist hier mit unserem... Ey, voll der 80s-Style, der da gerade läuft, ne? 80s Beats are back hier, ey. Let's Play FK präsentiert. Back to the 80s Collection. Jetzt. Sei dabei. Ja, sei dabei, die 80s Collection. So, komm, einen noch. Komm, Muschi. Komm, komm. Muschi Maus, einen noch. Den schaffst du. Ja, den hast du geschafft. So, und ich will jetzt, und das sage ich euch ganz klar und ganz ehrlich, ich will jetzt noch mal ein bisschen buddeln. Ja, da läuft gerade Musik. Eine fröhliche Frau singt. Ja, ich finde, sie hat auch eine schöne Stimme. Ein bisschen, nur ein bisschen. Nur ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Nein, freuen wir uns über die Gratis-Musik, die wir hier haben. Ja, die habe ich durch mein Netzwerk bekommen. Ja, ich gehöre einem Netzwerk an. Ja, ich Schwein. Ja, ich weiß, ich bin Schwein. Ich gehöre einem Netzwerk an. Ah, Schweinerei. 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 Wie kann man nur einem Netzwerk angehören? Ah, wie kann man das nur? Das macht man ja gar nicht, ne? So. Da vorne ist natürlich noch an unserem Haus eine Menge zu tun. Das sehe ich ja auch so. Aber ich würde gerne auch irgendwie mal auf die Reise gehen. Was ist das denn hier für ein Schrott? Hier ist ja auch noch nichts passiert, ne? Ey, wisst ihr was? Da hau ich jetzt einfach mal rein. Hau rein, Bruder. Hau rein, Bruder. Okay. Das ist jetzt aber nicht sehr brüderlich. Ey, Bro! Lass mal gucken, was da drin abgeht. Wer ist denn Bro? Kennt einer von euch noch Brosis?